Hallo liebe Filmfreunde, willkommen zu einem neuen Update von mir. Ja, ich stelle jetzt mal hier gleich eine sehr fette Blu-ray vor. Die hat mir, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ich enne My Domi. Oh Scheiße, ja, also Aussprache von dem Typen ist echt schwierig, aber super geile Empfehlung. Ist direkt aus England, ist die Arrow-DVD von The Beyond. Also, das ist mal eine echt fette Auflage mit super viel Bonusmaterial und zigtausend Wendecovern. Ja, ich werde jetzt nicht so ausführlich vorstellen wie der gute Kollege hier auf YouTube. Ich habe das Ganze über Amazon bestellt aus England. Das kam innerhalb von 5 Tagen. Also, das wird mal wirklich schnell. Das hier ist, wie gesagt, eine Arrow-Auflage. Das ist Blu-ray Edition. Das Bild ist erste Sahne. Es liegt unheimlich viel Bonusmaterial vor in Form von einer Blu-ray DVD und in Form von einem Poster und ganz viel ausführlichen ja, Filmmaterial zum Film. Und ja, also es ist überdimensional geil und das Ding steht jetzt auch bei mir im Regal, weil ich es ultra fett finde. Ja, hier liegt keine deutsche Tonspur drauf. Das macht aber nichts. Ich hatte vorher auch Muffe gehabt, dass ich den Film mir nicht angucken könne, weil mein Englisch echt ja, scheiße ist. Obwohl ich ja Kaufmann bin und das eigentlich voll gut drauf haben müsste, aber naja, man ist ja nicht immer Top-Ass in solchen Sachen. Und ja, also Stativ wackelt hier wieder, machen es mal wieder ein bisschen stabil. Also hier kann man es ja so schön sehen. Es ist also einfach nur fett, fett, fett. Vielen Dank dafür, dass du mir das gute Stück hier empfohlen hast. Ich werde mir mal weiterhin von Arrow nochmal ein paar Blu-rays besorgen. Also, kann ich nur empfehlen. Ja, als nächstes gibt es eine Blu-ray von Piranha 3D. Echt Schrott. Also, der Film ist gut, aber die Auflage hier ist Schrott. Warum? Weil sie für mich ja überhaupt nichts bringt. Also, der Film liegt hier in 3D vor, aber auch in 2D. Wenn man einen 3D-fähigen Fernseher hat, kann man den ohne weiteres in 3D gucken. Ich habe ihn leider nicht. Ich habe einen Plasmafernseher und habe aber 3D-Brillen und habe gedacht, jo, ich kann mir den mal auf 3D angucken, setze meine scheiß Papp-3D-Brillen auf und werde mich dann berieseln lassen vom 3D-Effekt. Pustekuchen, also hier ist es so, dass der irgendwie ein Signal kriegt von Player und Fernseher, dass er dann automatisch sagt, welche Version abgespielt werden soll. Und in dem Fall wird dann E2D abgespielt. Also haben sich die 5 Euro mehr für diese Version gar nicht gelohnt, die ich da ausgegeben habe, weil eh nur die 2D abgespielt wird. Somit ist das hinfällig. Zum Film selber brauche ich nicht viel sagen, wurde jetzt schon tausendmal vorgestellt hier. Gut, aber Original ist besser. Das ist, wie gesagt, das Remake, die es nicht wissen. Ja, ist gut. So, lassen wir es mal stehen. Als nächstes gibt es eine Neuanschaffung, auch auf Blu-ray. Ja, Street Fighter mit Jean-Claude Van Damme und Kylie Minogue. Ja, I love Kylie Minogue. Also die Frau ist einfach nur Bombe. Ja, das Ganze liegt hier uncut vor. Ist ab 16 freigegeben, aber ungeschnitten. Also im Fernsehen läuft da auch ganz oft der Film, allerdings fehlen da wohl so ein paar Sekunden. Hier merkt man es richtig, dass der Uncut ist, weil der Film läuft und läuft und da wird auch Deutsch gesprochen. Aber es sind Szenen dabei, die kann ich vorher gar nicht, die fallen aber auch gar nicht so richtig auf, da das ja eher so Dialogszenen sind und die sind dann nachträglich eingefügt worden hier und ja, haben dann einen englischen Ton, aber da habe ich nur zwei Sätze, der Rest ist eh nur Geschnaufe und Gepuffe, weil das Kampfszenen sind. Also fällt es einem gar nicht so richtig auf beim Gucken. Der Film ist gut, ist ja von dem Beat im Abspiel vom Super Nintendo. Ein bisschen vorsichtig sein, ja, Super Nintendo.
Und ist eine gute Verfilmung. Also Jean-Claude Van Damme hat hier wohl seine Rolle richtig gut erwischt. Also die ist ihm ja wie auf den Leib geschnitten. So Großfresse, wie man es von ihm kennt. Spagat macht er hier leider nicht. Ja, guter Film, gute Unterhaltung, Humor wird hier geboten und feine Sache. Als nächstes, jetzt nicht so super aufregend, weil alle haben den DC. Ich habe die Kinoversion von Halloween von Rob Zombie. Sehr gute Neuinterpretation von Rob Zombie. Michael Myers sieht richtig geil aus. Ja, voll das Tier eigentlich. Und ja, das ist jetzt halt hier die Kinofassung und liegt hier im Steelbook vor, wie auch die DC, die man kaufen kann. Ich kenne jetzt nur diese Version, den DC-Cut kenne ich noch nicht. Muss ich mir aber auch mal besorgen, weil mich das dann doch schon interessiert, was so 11 Minuten oder 16 Minuten lang mehr drinne sein kann, weil das ja doch sehr viel Zeit ist. Ja, kein Booklet drinne, einfach nur die DVD. Guter Film, hat mir sehr gut gefallen. Ich kenne den zweiten Teil auch noch nicht, muss ich mir auch mal angucken. Aber das war schon richtig, richtig gut und weiter so. Als nächstes kommen wir zu einem Bootleg. Blutiger Valentinstag, ungeschnittene Fassung. Das ist die DVD im Keepcase. Ja, sieht eigentlich sehr, sehr gut aus für ein Bootleg. Hier allerdings ist ein 18er Flatschen. Hat auf dem Bootleg ja eigentlich nichts verloren, weil kann ja keiner geprüft haben. Das Ding ist unrated, also hier sind alle Szenen drinne, die damals gefehlt haben. Mittlerweile gibt es ja auch eine käufliche Auflage, ich glaube von Lionsgate, glaube ich, bin mir nicht sicher. Die ist legal, ist kein Boot und da kann man die Szenen im Menü wohl nachträglich einfügen. Allerdings ist die DVD wohl sehr vergriffen und man kriegt sie eigentlich so gut wie gar nicht. Es ist nur die normale im Handel erhältlich, wo die unrated nicht enthalten ist. Aber hier haben wir halt die unrated drauf. Und das ist ein richtig, richtig guter Slasher-Film. Also erste Sahne. Dagegen kann das Remake also quasi einpacken. Wobei es natürlich auch nicht schlecht ist. Dazu komme ich aber gleich. Aber erstmal jetzt hier zum Original. Das ist wie gesagt ein Boot. Das Ganze hat ein Wendecover. Das wäre einmal das Cover hier. Das finde ich sehr cool. Und die DVD sieht auch sehr gut aus. Schön bedruckt. Und ja, jetzt kommen wir mal zum Wendecover. Das wäre dieses hier. Ist eigentlich nur mehr rangezoomt gegenüber dem. Ich glaube, das ist das Original boah, Kinoplakat. Genau, so rum muss ich es machen. Kinoplakat. Gucken uns das nochmal an. Schwups. Schwups. So. Ja, also super guter Film. Ist ein Klassiker. Sollte man sich unbedingt mal anschauen. Wer ihn noch nicht kennt, unbedingt besorgen. Also, das ist ein richtig guter Film. Erste Sahne. Und wie gesagt, in der Unrated-Version ist das sowieso der Oberhammer, weil diese Tötungsszenen sind einfach nur so grandios geil gemacht. Also der Hammer. Ich habe da vorm Fernseher gesessen und habe echt Bauklötze gestaunt, als ich den Film gesehen habe. Story ist super. Schauspielerische Leistung ist durchschnittlich bis gut. Und ja, also Granate. So, das wäre das Original, aber als Boot. Jetzt kommen wir zu dem Remake. My Bloody Valentine, auch uncut in der 3D-Version von Lionsgate. Ja, hier liegen die 3D-Brillen vor, die ich dann dachte, ich könne die mir mit dem Film mir dann angucken. War ja wohl auch ein Schuss in den Ofen. Ja, muss ich nicht viel zu erzählen, ne? Also hier sind die 3D-Brillen drin. Hier liegt die 2D-Version vor auf einer DVD und hier unten haben wir die
3D-DVD. Ich habe mir den Film auf meinem Fernseher in 3D angeguckt mit den Brillen, aber ich habe es nur 20 Minuten des Films durchgehalten. Danach habe ich es dann gelassen und habe den 2D-Film reingemacht, weil über den 3D-Effekt und des Films ja, läuft über die Brille die ganze Zeit ein Grünstich, wie ich finde, ein Grünstich mit durchs Bild. Das zieht sich den ganzen Film durch in jeder Szene und das ging mir so auf die Augen, das ist also nicht zu verkraften. Aber der Film ist auch gut, ist ja 3D gedreht worden, deswegen muss der im Kino auch richtig gut gewesen sein. Ich habe mir das Bonusmaterial angeguckt, hier ist auch sehr viel Liebe zum Detail. Da sind die Tötungsszenen ja doch teilweise handmade und teilweise CGI-Effekte, also zusammengemixt, und das ist auch eine coole Mischung. Die Story ist sehr flach, die Dialoge sind sehr flach, aber Tötungsszenen sind erste Sahne und ja, der Film ist eigentlich auch sehr gut, aber das Original ist definitiv besser. So viel dazu. Dann haben wir nochmal einen Actionfilm mit Tony Jaa, On Back. Ja, hier oben ist noch der tatsächliche Preis, 8,99 € habe ich mir mal aus der Videothek mitgenommen. Also hier ist das gleiche, Story, Dialoge lassen zu wünschen übrig, aber Tony Jaa und diese Kampfszenen, also ich finde, Jackie Chan kann einpacken, das ist super krass, was er da so macht und die Kampfszenen sind ultra geil. Also, wer den Film noch nicht kennt, unbedingt mal angucken. Das ist also, würde ich sagen, Bruce Lee für Jahrgang 2000, für die kleinen Panzen. Also, Bombe. Mir hat das richtig gut gefallen, was er da so macht. Das ist echt super. Ja, wie ihr seht, heute gab es mal keine Hardboxen, das ändert sich aber bald wieder. Ich muss ja auch mal ein paar andere Sachen vorstellen. Ich habe ja so viel auch in Keepcase-Form mittlerweile, wie gesagt, hier, das ist auch ultra geil. Also das steht hier bei mir in der Vitrine. Jeder, der bis jetzt reinkam, sagte, boah, was ist das ultra geiles, wir werden es nochmal rausholen. Kurz zum Vergleich, das ist so richtig fett, also hier habe ich noch nie gesehen, so eine fette Blu-ray-Box. Sieht einfach nur geil aus. Kommt auch gleich wieder in die Vitrine. Super schön. Und nochmal danke für die Empfehlung. Und ja, ich hoffe, das Update hat euch gefallen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.